Durch das Zusammenmischen von jedem kleinsten bisschen Brennstoff aus diesem Canyon gewinne ich genug Schubenergie, diese Rakete hier herauszuschicken, um uns zu befreien. Ach, da passt doch nicht mal ein Mensch rein. Eine bärendumme Idee und selbst ein so dummer Bär wie der hat nicht mal so dumme Ideen. Stimmt's nicht? Na bitte, er ist so dumm, um zu merken, wie dumm er ist. Stimmt's nicht? Da kommt doch niemand von uns rein. Wir schicken damit ein SOS nach oben, ein Postbote in Raketenform. Die Rakete wird mich schwingen und verschwinden am Morgen. Ha, ha, oh, Frieda, deine Scherze sind lustig, aber sie verbergen den Schmerz. Oh, so schlimmen Schmerz. Da sind unsere exakten Koordinaten, mathematisch berechnet mit Hilfe der Sterne. Ist das nicht lustig? Auf einer Skala von 1 bis Krebs? Weniger als Krebs. Krebs war für die Berechnung eine entscheidende Konstellation. Manche Wörter haben zwei Bedeutungen. So wie Arsch. Ja, sicher. Tretet nun alle zurück und macht euch bereit für eure Rettung. Und nun warten wir. Hallo, can you go? Well, now you know. The family drive to Canoe's Dive. The next stop, straight drop, Little Town. That's a whole lot of home. There's no escape. That's bad luck, so settle in. Yes, Dad. In Crash Canyon. Home, sweet home. Scream and yell and have a spasm. Makes no difference to the chasm. Der. Verdammt! Ja, Jack! Sucht ihr zweimal wieder nach dem Sinn des Lebens? Noch viel besser. Wir spielen mit einem Knüppel von einem Hörnerpony weghauen. Es hört sich schwierig an, aber es ist einfach. Spielst du auch mit? Natürlich nicht. Na klar, echt toll. Super, ey. Nach links ist ganz dunkel, aber dich kriege ich auch nur mit rechts. Die zwei holen uns hier noch irgendwann raus, da wette ich. Guck mal, ich habe ein selbstaufblasbares Rettungsfloß gefunden. Nein! Dieser Wohnwagen ist so klein, dass selbst meine Geduld darin groß wirkt. Das könnte witzig klingen, wäre mein Tonfall etwas weniger wütend, wozu es sicher nicht kommt. Menschen in beengten Verhältnissen gehen einander nun mal auf die Nerven. Ich fürchte, wir werden uns daran gewöhnen müssen. Ich will mich aber nicht daran gewöhnen müssen. Ich will, dass es nicht mehr vorkommt. Mami, mach bitte, dass das, was so nervt, weggeht. Das Problem ist nur, dass wir früher, bevor dieser Titanic-Kapitän uns in ein Loch im Erdboden gesteuert hat, alle auch etwas außerhalb von zu Hause zu tun hatten. Sich über mich lustig zu machen, bringt jetzt aber auch nichts. Das weiß ich mittlerweile auch. Hier unten gibt's für junge Leute überhaupt nichts. Wo ist die Mall? Das Multiplex-Kino? Und der Coffeeshop, wo ich mit meinen Freundinnen abhänge, um über Gesichtsunfälle und hässliche Klamotten abzulästern. Das hier ist die endkrasse Hölle. Organisier doch mal einen Teen-Dance. Sarah wird dir sicher gern dabei helfen. Die hat Gehirnakne und mag doch so Orgamist. Deine Mutter hat recht. Manchmal muss man selbst für den Spaß sorgen. Wie an dem Weihnachten, als der Strom ausfiel und wir wie die Pioniere alles bei Kerzenlicht gemacht haben. Was für ein Unglück. Ich hoffe, ihr revanchiert euch entsprechend für die teuren Geschenke, die ich euch gekauft hatte. Die Quittungen sind auch verbrannt. Ihr könnt nicht beweisen, dass es Schund war. Entscheidend ist, wir haben das Beste aus der Situation gemacht und die Feiertage zusammen verbracht. Im Krankenhaus. Als eine Familie. Euer Klo hat schon wieder Durchfall, Norm. Ich hol mein Werkzeuggürtel. Lass dir Zeit. Ach, Sheila! Ja, Vernon. Ist in der abgeranzten Dose hier Luftfrischer oder Sprühsahne? Futter uns ja nicht den Apfelkuchen weg! Alles klar, das war Raumspray. Und das Allertollste daran ist, Sarah darf das alles für uns organisieren. Ihr werdet staunen. Dieser Teen Dance wird die aufregendste Party im Canyon seit Ewigkeiten. Ich werde mich beim Organisieren selbst übertreffen. Ich habe nicht mehr getanzt, seit ich auf so einer Schnur gekaut habe, da wo so ein Stecker dran war. Tanzen macht Spaß, auch wenn's weh tut.
Ich schätze, so sehr wir einander auch lieben, müssen wir Abstand voneinander halten durch anderweitige Beschäftigung. Hören Sie mal auf, wie eine Frau zu reden. Das verwirrt mich. Was meint ihr? Sieht doch so aus, als hätte er sich total eingepisst. Oh. Seht mich an. Ich bin ein erwachsener Mann, der sich nass macht wie ein Baby. Gibt es da nicht so ein Eid, wo Sie schwören, dass man solche Sachen nicht macht? Sie meinen wohl die Ärzte. Ich bin ein Sanitäter. Wir können uns jeden Spaß erlauben. Hey, wie wär's mit einem Pokerabend? Wir treffen uns bei mir in der Bar. Drinks zum halben Preis. Das ist ein Deal, der für uns alle gut ist. So interessant ich das finde, ist es kaum fair euch gegenüber. Ich hab nun mal Zahlen im Blut und Pokern ist nur Mathematik mit lustigen Gesichtern. Zwei mehr dicke Boy-George und drei Cortison gedunste Madonnas. Ist das gut? Noch besser als gut, Digga. Du bist sowas von raus. Schon nach der ersten Runde? Das ist die Karma-Quittung für ihr weibisches Gequatsche. Gut gemacht, Wendell. Sie sind fürs Pokern quasi der Stephen Hawking des Tanzes. Och, das verstehe ich nicht. Der sitzt doch im Rollstuhl und kann seine Beine nicht bewegen. Weiß ich. Ich verstehe nicht, wieso ich verloren habe. Poker ist nur Mathematik und die liebe ich doch. Frag meinen Kaffeebecher. Wir machen uns nur was vor seit vielen Jahren. Steigen Sie dafür ein, Vernon? Nicht mal im Traum. Ich musste das Glücksspiel wegen einer älteren Sucht aufgeben. Hören Sie auf, mit Ihrer Gesundheit zu spielen. Sie sind ein krankhaft fettleibiger Alkoholiker. Der nächste Donut, den Sie essen, könnte Sie töten. Zähne, dass es nicht tut. Am Schluss hatten wir dann beide recht. Ich war 3 Minuten klinisch tot, bevor ich wiederbelebt wurde. Und seitdem mache ich einen Bogen um Glücksspiel und Ärzte. Wir spielen hier 5-Card-Courten. Ihr kennt das vielleicht besser als 5-Card-Stud. Sehr gut. Macht große Augen. Eure Empörung ist mein Treibstoff. Der Fairness halber entschuldige ich mich vorher, dass ich euch euer Geld abnehme. Letztes Mal hatte ich den Faktor Zufall in dem Spiel unterschätzt. Aber dieses Mal habe ich ihn in die Gleichung einbezogen. Und wenn ich das so sagen darf, in Mathe bin ich sehr gut. Hey, wie viele Leute hier mögen wohl Mathe? 0,0! Aber ich habe hier schöne Grafiken, ganz bunte. Und die Diagrammform orientiert sich natürlich an Pokerchips. Dann wollen wir mal 5-Card-Stud. Colton. Colton, sehr gern. Ich bin begeistert von den Karten, äußerst begeistert, beinahe stolz. Ah, mitgehen oder aussteigen, Wendell? Ich möchte mitgehen. Oder mehr. In Anbetracht der Karten, mir fehlen nur Tees. Dann mach einen Abgang. Nein! Was ist? Geh mit oder geh nallapart, Wendell? Zum allerletzten Mal. Mein Name ist kein anderes Wort für Kot. Du hast nur nallapart im Kopf. Ich geh mit und will sehen. Für einen Ehering. Vier Königinnen. Wie Saddam bin ich am Ende? Ich auch und ich erst mal. Hingucken und heulen, Wendell. Sheila wird dir ein schönes Zweitloch stanzen, Norm. Ja, und wie? Und ich mag eigentlich mein Erstloch. Was mache ich nur? Ich will meinen Ehering wiederhaben. Hey, so läuft das nicht. Den gebe ich nicht einfach her, du Kacklaus. Ich werde ihn ja auch zurückgewinnen. Und zwar damit. Zieht euch schon mal warm an. Ja, und wieder verloren. Nun habe ich endlich einen für jeden Nippel. Ich weiß, das scheint jetzt schlimm zu sein, aber das geht vorbei. Weißt du, ich kannte mal einen Typen, der seine Beinprothese beim Pokern verloren hatte. Na, und deswegen war auch sein Job als Schülerlotse weg.
weil er andauernd umkippte. Und dann drehte er sich nur noch im Kreis am Boden, wie so ein wild gewordener Uhrzeiger. Die Kinder waren alle ganz geschockt und sind ihm nachgelaufen, im Kreis rum. Das gab ein furchtbares Blutbad. Er lebte dann auf der Straße und wurde schließlich von einem Rudel wilder Hunde gefressen. Und was blieb von ihm übrig? Nur die Metallplatte für seine Beinprothese. Da kommt man doch ins Nachdenken über die Entscheidung, die man so trifft. Egal, vom Labern mit dir werde ich auch nicht besoffen. Das kann nicht angehen. Ich nehme meinen Ring niemals ab. Ach, du hast ihn nur irgendwo abgelegt und das vergessen. Der taucht schon wieder auf. Ich nehme den Ring niemals ab! Erinnerst du nicht den Schwur, den ich geschrieben habe, Norm? Von nun an in alle Zukunft wird der Ring nie mehr meine Hand verlassen. Und sollte jemals jemand versuchen, ihn zu stehlen oder sonst wie zu entfernen, betrachte ich das als Beleidigung unserer Liebe und erwürge diese Person mit meiner Ringhand. Weißt du, was ich denke? Ich denke, du hast abgenommen und der Ring ist dir glatt vom Finger gerutscht. Ich habe gerade neulich zu Jake gesagt, wie schön und schlank du aussiehst. Ja, besonders deine Finger. Stimmt, genau. Und er hat recht. Hast du dich etwa heimlich fortgeschlichen und hinter unserem Rücken irgendwo trainiert? Nein. Wirklich? Naja, ich meine, ich bin schon viel mehr zu Fuß unterwegs, seit wir im Canyon festsitzen, aber macht sich das denn wirklich bemerkbar? Oh, geradezu auffällig. Und weißt du was? Ich wette, der Ring ist dir einfach so runtergerutscht. Und wenn du alle deine Schritte der letzten Tage, Wochen, der letzten Wochen zurückverfolgst, findest du ihn garantiert. Schön für dich, dann verstecke ich mich wieder. Warte, das mit dem Teen Dance. Das Problem ist, es gibt hier unten nicht so viele Teenager. Darum habe ich mir gedacht, machen wir doch anstatt von so einem Teen Dance viel besser ein Dance für uns alle. Wie für alle? Auch für Eltern zum Beispiel? Das ist überhaupt keine gute Idee. Ich gehe nicht mit meinen Eltern zu sowas. Nein, niemals wieder. Komm schon, Nomi. Sei mein Patrick Swayze. Gern, und du meine weitaus hübschnasigere Jennifer Grey. Aber ohne alle wird leider kein Tanz stattfinden. Schön, ist mir egal. Toll! Da freuen sich alle. Hi, Björn. Oh, das ging ja schnell. Ist Royce da? Halt die Goschen, Björn. Vielleicht hat das Kidnapper. So reich wie wir sind, könnte man jedes Lösegeld zahlen, was er immer die verlangen hat. Es ist nicht, nun ja, ich wollte, Also was jetzt bitte? Nur weil ich ausschaue, wie ich ausschaue, heißt das nicht, dass ich die ganze Hopphüpferei kapier, verstehst? Ich wollte nicht cool sein. Ich bin nur nervös. Ist Royce da? Die Mutter badet den Bub grad. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag mir bloß nicht wie, weil ich muss eh nicht. Ich wollte nur... Bitte sehr. Das ist genau der Grund, warum ich dir gesagt habe, du sollst für Vertreter nicht die Tür öffnen, du unfassbarer Nichtsnutziger Norwegerhansel. Ist es was Religiöses? Hat die irgendeine Kirche hergeschickt? Schön. Wenn ihr schon jemanden opfern müsst, um euren Vulkangott gnädig zu stimmen, dann nehmt doch Pristin. Das ist es nicht. Ich wollte Royce nur das hier geben. Eine Einladung zu dem Dance. Es wäre toll, wenn er kommen könnte. Würden Sie ihm die Bitte weitergeben? Das ist eine Aufgabe für Björn. Im Weitergeben ist er nämlich sehr gut. Durch ihn ist die Cholera in ganz Norwegen rumgekommen. Mamis Ring ist also verschwunden. Du trägst Topfhandschuhe und siehst besorgt aus. Scheint, als gäbe es da ein Problem. Die wirkliche Frage aber lautet, will ich das Problem ausschlachten? Na gut, ich gestehe alles. Erst habe ich meinen Ehering beim Pokern verloren und dann auch noch den Ehering deiner Mutter. Weil ich dachte, dass ich siegen würde. Ich hatte ein tolles Blatt. Statistisch gesehen hätte ich damit gewinnen müssen. Das sind Zahlen. Zahlen lügen nicht. Zahlen können nicht lügen. Genauso wie du. Da liegt das Problem. Was? Es geht nicht darum, ein tolles Blatt zu haben. Du musst die anderen Spieler nur davon überzeugen, dass du das allertollste Blatt hast. Der Schlüssel zum Erfolg beim Pokern heißt Bluffen. Manche Leute nennen es auch Lügen. Und wenn du lügst, dann schwitzt du. Und das kann jeder sofort sehen. Unsinn, das stimmt nicht. Und ob das stimmt? Ich weiß sogar, ob du lügst, wenn du es nicht mal weißt. Oh, sowas gibt's? Kannst du mir helfen? Ich bin ratlos. Ja, ich glaub schon. Hä? Oh.
Euer Raumspray ist schon wieder alle. Und der Kuchen auch. Es ist nur ein Ring. Was ist so schlimm daran? Mein Ehering ist ein Symbol für meine Liebe und meine Bindung zu meinem Mann und die Einmaligkeit unserer Beziehung. Männer, sie gehen und kommen. Manchmal bleiben sie viel zu lange, also gibt man ihnen etwas in die Cerveza und schickt sie aufs Meer in ein Boot, das leckt. Hier ist er nicht. Vielleicht war er auf einem Teller. Was passiert mit den Tellern nach dem Abtragen? Wie? Ich entsorge die Essensreste in den Müllcontainer und danach wird alles ganz sauber gewaschen. Schneller! Die Gäste haben sehr Hunger. Vielleicht ist der Ring auf den Teller gefallen und liegt im Container. Da ist doch wohl genug für alle drin. Da musst du nicht schubsen. Und bitte. Ich erhöhe. Da tropft was. Oh, was soll ich nur tun? Du? Gar nichts. Du wirst die Ringe niemals zurückgewinnen. Aber ich schon. Unmöglich. Du bist 10. Du kannst nicht in der Bahn einem Glücksspiel teilnehmen. Mein Strafregister wird immer länger. Oh, na, hallo, Liebes. Was wird das? Wieso vergeudest du Zeit mit unserem Sohn? Aus Vater-Sohn-Gesprächen ist noch nie was rausgekommen. Norman, wo ist dein Ehering? Wo ist denn der Ring, der... Er hat ihn als Zeichen der Solidarität abgenommen. Er weiß, was für eine schwere Zeit es für dich ist und wollte dich damit nicht allein lassen. Oh, Norm, du bist ja so gut zu mir. Was würde ich nur ohne dich tun? Ich weiß ja auch nicht, was ich ohne dich tun würde, denn ich liebe dich ja so sehr. Ein Spiel. Wo wollt ihr denn hin? Wir wollen zelten gehen. Wir machen einen Vater- und Sohn-Ausflug. Und ich halte Ausschau nach deinem Ring beim Zelten. Mach's gut, Schatz. Ein Kind? Sind Sie verrückt, Mann? Als Erziehungsberechtigter erlaube ich ihm hiermit am Spiel teilzunehmen. Man muss erwachsen sein für Glücksspiele, so verlangt es das Gesetz. Und Gesetze gibt es aus gutem Grund, um Anarchie zu verhindern und mich legal zu erregen. Vielleicht sollte ich dann doch lieber rausgehen. Es ist ganz offensichtlich, dass Sie Angst haben, gegen ein Kind zu spielen. Ich habe vor gar nichts Angst, außer vor Spinnen. Was dachte sich die Evolution nur bei so vielen Beinen? Okay. Wenn Sie keine Angst haben, dann spiele ich gern. Texas Hold'em, kein Limit. Splitpots gehen in die nächste Runde. War schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Gentlemen. Vielen Dank. Tja, sind nur noch Sie übrig. Na los, Sid. Hast du eine 6, Zwerg? Wir spielen Poker, nicht Bauernlegen. Was? Ich hab doch keinen blassen Schimmer von keinem der Brettspiele hier. Ich spiele ja einen Fußball. Oder wie die Amis das nennen, Soccer. Ja! Eckball! Na, der ist raus. Sieht so aus. Dein Einsatz, Krümel. Alles. Oh Mann, da reichen meine Chips aber nicht aus für. Vielleicht haben sie was anderes. Na so, Eheringe. Oh! Bist du sicher? Was liegt, liegt. Ist sowieso zu spät. Wenn du verlierst, sind beide Eheringe weg und das ganze Geld auch. Ich will sehen. Straight flash. Royal Flush. Heilige Nallapart. Gewonnen. Daran werde ich wohl ewig denken. Und an zwei andere noch schlimme Sachen. Jedes Mal, wenn mich meine blanken Nibbel anstarren. Sheila, ich habe deinen Ring. Der muss dir beim Abwaschen abgefallen sein. Sheila, es wäre mir eine große Ehre, um deine Hand anhalten zu dürfen. Seht doch mal alle her, ich habe meinen Ring. Tja,
Ende gut, alles gut, schätze ich. Mami ist glücklich, du bist glücklich und ich bin glücklich, weil ich einen Haufen Geld gewonnen habe. Wenn's jetzt noch Roxy schlecht gehen würde, wäre das ein perfekter Tag. Ganz unter uns, Jake. Das letzte Spiel hat echt Nerven gekostet. Mich nicht. Es waren ja gezinkte Karten. Ich wusste genau, was er in der Hand hat. Du hast einen Rocker um sein Geld betrogen? Jupp. Ich glaube, das sollten wir lieber mal für uns behalten. Ja. Ach, übrigens, als ich versucht habe, dir Pokern beizubringen, das Spiel war echt. Du schuldest mir 300 Tees. Im selben Moment bin ich stolz und wütend zugleich. Gefällt dir mein Kleid, Lippi? Das habe ich selbst gemacht. Ehrlich? Das Leben ist doch echt zu schön. Wie romantisch. Hey, Sheila. Toll, dass Norm Jake angestiftet hat, deinen Ring beim Pokern zurückzugewinnen. So, Dummy. Jetzt erzähl mal, was ist das für ein Ding bei dir da unten rum? Das ist ein Loch. Was ist denn ein Istenloch? Das ist ein Astloch. Oh, entschuldige bitte. Ich dachte, du wärst behindert und könntest kein K sprechen. Du dummes Rassistenarschloch, du! Das ist wohl kaum eine faire Beschreibung meines Charakters. Ich weiß einen Witz für dich. Klopf, klopf! Ich glaube nicht, dass das der richtige Moment dafür ist. Klopf, klopf! Meinetwegen, wer ist denn da bitte? Gevatter! Gevatter wer? Gevatter tot! Er ist wegen deiner Karriere hier. Was soll's, unser erster Lacher.